Mike Jackson, Agent der internationalen Detektei IOB. Katrin Burger, seine Assistentin. Bernhard Horn, Chef des Hamburger IOB-Büros. Eva Kehrer, Computerspezialistin, die rechte Hand von Horn. Von der Hansa Versicherung. Guten Tag. Ja, Herr Horn erwartet Sie bereits. Ja. Herr Bauer von der Hansa Versicherung, Herr Horn. Ah, guten Morgen, Herr Bauer. Morgen. Bitte kommen Sie doch rein. Ja. Eva, einen Moment noch. Einen Kaffee, Herr Bauer? Ah, ja, gern, bitte. Machen Sie uns zwei Kaffee, Eva. Selbstverständlich. Danke. Bitte, Herr Bauer, nehmen Sie doch Platz. Danke. Herr Bauer, was haben Sie denn für Probleme? Ja, es geht um einen unserer Kunden, die Firma Harmsen Spirituosen. Aha. Ja. Mögen Sie? Oh ja. Nein, danke, lieber nicht. So, ich verstehe. Ja, ich habe Glück. Bei mir schlägt es überhaupt nicht an. Harmsen, sagten Sie. Ja, in letzter Zeit häufen sich die Warendiebstähle aus den Lastkraftwagen der Firma. Und wo? Tja, überall. Von Höfen, hauptsächlich Autobahnen. Ja, und im Auftrag von Herrn Harmsen, dem Inhaber der Firma, möchte ich Sie bitten, das heißt, ich hoffe, dass Sie uns bei der Klärung der Vorfälle behilflich sein können. Und was sagt die Polizei dazu? Polizei? Die ermittelt seit 2 Jahren, leider ohne Erfolg. Tja, Herr Bauer, lassen Sie mich... Doch, ich glaube, ich habe genau den richtigen Mann für Sie. Fein. Eva? Ja? Ist Mike schon da? Ja, er ist gerade reingekommen. Soll er reinkommen? Der Chef bittet Sie, zu ihm zu kommen. Ich glaube, ich muss zum Ohrenarzt. Von bitten war ja wohl nicht die Rede. Hm. Mensch, das war eine Nacht. Rasieren muss ich mich auch noch. Naja. Wie ich mit Herrn Horn telefonisch vereinbart habe, werden Sie hier also als Fahrer eingestellt. Ich halte das für den besten Posten, um in der Sache vorwärts zu kommen. Danke. Der Mann da hinten ist Ihr Beifahrer. Graumann! Vor der Fahrt muss der Mann auch die Ladung prüfen. Naja, wirst ja Bescheid wissen. Das ist alles klar. Also morgen geht's los. Ich melde mich dann nochmal, ne? Sonst noch was? Naja, ich hab... Kommen Sie doch mal zu mir ins Büro, ja? Sie sind der neue Fahrer. Ja, das bin ich. Kommen Sie, Graumann. Ein arrogantes Arschloch.
Ein Schraumann, wir haben sich das denn gedacht. Was sind denn das für Leute, die es mir da empfohlen haben? Die Ablieferung hat nicht geklappt. So geht das nicht. Das sind ja Stümper. Wir müssen andere ran. Kommen Sie mit rein. Ich habe das Gefühl, in der Firma ist was sauer. So? Pass auf, da gibt es einen Buchhalter, Weber. Weber? Genau, Konrad Weber. Informier dich über ihn und versuch dich an ihn ranzumachen. Der Knabe ist mit Sicherheit nicht astrein, du. Wann geht's los? Morgen Nachmittag. Willst du auch rein? Später. Sehr interessant, Herr Buchhalter. Nehmen wir noch zwei kurze? Ich bin dabei. Fräulein, bringen Sie uns bitte noch zwei Korn. Doppelte. Ja. Ich habe Lust, mir heute richtig die Lampe voll zu schütten. Wir müssen morgen früh noch weiter, ne? Klar müssen wir weiter, aber... Was aber? Du hast ja keine Ahnung. Von nichts hast du eine Ahnung. Na, was denn? So, meine Herren, die zwei Doppelten. Danke. Dankeschön. Bitte. So, und dasselbe gleich nochmal. Dasselbe nochmal, jawohl. Prost. Prost. So clever wie die anderen müsste man sein. Die sahen ab. Was glaubst du, wie viel das Zeug wert ist, was wir da hinten drauf haben? Du würdest wohl gerne mal... Ich sag ja, du hast von nichts eine Ahnung. Ja, wovon habe ich keine Ahnung? Da sind Dinger hier laufen, sage ich dir. Dinger. Komm, ich gebe noch einen aus. »26 Schwarzke Press. Es ist nichts auf dieser Nummer.« »26. Final, 8, 9. Schwarz bezahlt. Finale 8, 9. Finale 8, 9. Spiel 7, 9, Finale 4, 7. Spiel 7, 9, Finale 4, 7. Das spielt ein Stück. Danke. Spiel 7-9, Finale 4-7. Spiel 7-9, Finale 4-7.
Schnittlausdrittel. Schnittlausdrittel. Serum. Serum. Rien ne va plus. 27 Rot en Peppers, en plein Schwall. Nächster Pass. 100, 1.500, 700, 100, 1, 2, 3.500, 5.200. 5.200 Mark für den Herrn. Bitte schön, der Herr. Drei Stück für die Angestellten. Vielen Dank, drei Stücke für die Angestellten. Recht schönen Dank für die Angestellten. Besten Dank für die Angestellten. Klar, 40. Eintausend, 1, 2, 3, 400. Bitte. Zwei Stücke, danke schön. Zwei Stücke für die Angestellten. Sie haben mir Glück gebracht. Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Sie haben mir Glück gebracht. Darf ich Sie einladen? Also gut. Wohin gehen wir? Ach, darf ich mich vorstellen? Weber. Der Schnapsweber. Schon mal gehört? Bei mir kann sich halb Europa verlaufen lassen. Was ist denn? Bleib doch hier! Mach doch keinen Quatsch! Oh.
nicht mit mir, mein Junge. Es gibt zwei Möglichkeiten für dich. Entweder die Polizei oder eine flüssige Rede von dir. Was soll ich Ihnen sagen? Ich will wissen, wer dahinter steckt. Oder du wanderst ein paar Jahre in den Knast. Das kannst du dir überlegen. Ach, Scheiße. Also, okay. Weber. Weber. Dieser Weber steckt dahinter. Und seins macht die Drecksarbeit und der? Weber? Unmöglich. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber laut Aussage von einem Graumann. Graumann! Kein Wort wahr. Ich habe das nur gesagt, weil der mir gedroht hat und... Miese Ratte, du! Lassen Sie das, Mike. Wir werden die Sache schon aufklären. Guten Morgen. Wir wollten gerade gehen. Auf Wiedersehen, Herr Orm. Sie hören dann von uns, Herr Hamsen. Auf Wiedersehen, Herr Weber. Auf Wiedersehen. Konrad, ich muss dringend weg. Komm heute Abend um 6 zu mir nach Haus. Wenn ich nicht pünktlich sein sollte, warte vor dem Haus. Aber ich glaube, ich schaffe es. Also, bis um 6. Kurt Hamsen, Kaufmann, geboren 6.2.1928 in Uelzen. Wohnhaft Hamburg, Heilmannstraße 7. Vorbestraft 1958 wegen Betruges. 8 Monate auf Bewährung. Untersuchung wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung 1962 eingestellt. Achtung, Katrin. Setz dich. Wir wollen gleich zur Sache kommen. Du hast uns reingeritten, Konrad. Du hast... Nein, nein, nicht ich. Du. Red doch keinen Unsinn. Ich habe doch schließlich die Verantwortung. Und wenn ich die Gefahr erkenne, dann tue ich okay. Ja? Ich kann doch die Dinge nicht einfach laufen lassen. Wenn du nicht die Leute eingeschaltet hättest,
Weiß gar nicht, wieso du auf diese verrückte Idee gekommen bist. Naja, ist ja nun mal passiert. Es blieb mir doch nichts anderes übrig. Die Versicherung hatte doch längst Verdacht geschöpft. Du weißt ja wohl, was passiert, wenn du den Bogen überspannst. Herr Staatsanwalt würde sich sehr für das Tonband interessieren. Warum fängst du wieder mit dem Tonband an? Willst du mich eigentlich erpressen, oder was? Hast du das gehört? Ein hübsches Gespräch, was ich da aufgenommen habe. Ja, ich weiß. Aber du? Steuerbetrug, Investitionszulagenschwindel und so weiter und so weiter. Nein, nein. So wie du dir das vorstellst, so geht es nicht. Bist du verrückt? Das Band. Wo ist das Band? Kurt, ich... 3 Sekunden. 2. Ich sag's dir. Das Tonband ist in meiner Zweitwohnung in der Reuterstraße 4. Im Bücherschrank hinter der Goethe. Er ist sehr aufgeregt. Hinter der Goethe-Ausgabe. Also, warum denn nicht gleich so? Verdammt nochmal, damit habe ich nicht gerechnet. Ruf die Polizei und sicherheitshalber einen Krankenwagen. Ja. Okay. Da kommt er. Schnell raus. Sie soll noch einen Wagen in die Reuterstraße 4 schicken. Beeil dich. Ja. Herr Weber. Look,